Jetzt geht's wieder weiter mit God of War 3 auf der PlayStation 3. Ich habe die CD ein bisschen gereinigt. Also mit T-Shirt. Ich versuche es, jetzt geht's. Also ich glaube zumindest. Aber bis jetzt habe ich keine Soundprobleme gehabt. Also bin gerade. Also hat schon was geholfen. Da war so ein kleiner Mikroschreib vorne drauf. Ich kann Pandora Kiste öffnen oder so. Der ist hier immun gegen Feuer. Aber wegen dieses Feuer. Und weil sie ja auch beleidigt. Oder könnte es sein. Weil wir dürfen das Feuer nicht anfassen. Das vernichtet alle Götter. Sagt man so. Finsternis werden uns die Feuer der Hoffnung befreien. Pandora, nicht! Du weißt, wieso ich hier bin. Du wolltest, dass ich dies tue. Ich finde einen anderen Weg. Nein, Kratos, es gibt keinen anderen Weg. Lass mich gehen! Nein, Kind! Ich bin kein Kind! Du tust mir weh! Was? Kratos, Hilfe! Lass sie los, Zeus! Eine Besessenheit von diesem Ding ist inzwischen wirklich lästig, mein Sohn. Lass das Mädchen los, Zeus! Verwechsle dieses Objekt, dieses Werk des Hephaistos, nicht mit deinem eigenen Fleisch und Blut. Doch vielleicht hast du das schon, Spartaner. Deine Suche nach Pandora, dein kläglicher Versuch, für die Familie zu sühnen, die du ermordet hast, hat den Olymp ins Chaos gestürzt. Sieh dich um! Sieh, was du getan hast! Ich sehe nur, was ich zerstören will. Mein Mitleid mit dir war bislang mein größter Fehler, Kratos. Ebenso wird dein Mitleid mit diesem Ding wahrlich dein größter Fehler sein. Dies hat nichts mit dir zu tun! Es dreht sich alles nur um sie! Lass sie runter! Wie du wünschst! Thank you.
frische Tasse. Geschafft. Lauf. Nicht warten. Lauf. Halte sie auf, Kratos. Lass sie nicht ins Feuer. Dies ist meine wahre Bestimmung. Du weißt das! Bitte! Still! Kratos, du weißt, es ist der einzige Weg! Höre nicht auf sie, Kratos! Versage einmal in deinem erbärmlichen Leben nicht! Versage nicht so wie bei deiner Familie! Pandora! Ja, wie gesagt, die beiden Schüssel. Die war der Schüssel. Wie das Feuer. Die Macht, einen Gott zu töten. Und wir nichts sind schon drüber. Leo! Nach allem, was du getan hast, nach allem, was du geopfert hast, endet es erneut in einer Niederlage! Das ist die Frage, wo lang? Und wohin? Ah, okay. Und hier können wir auch speichern. Das ist gut. Dann speichern wir kurz. Und machen weiter. Hier noch was. Solches Chaos. Viel Arbeit wartet, wenn ich dich getötet habe. Stell dich mir, Vater. Lass es uns beenden. Ja, mein Sohn. Es ist Zeit! Okay.
des Olymps endet nun. Gaia, du lebst! Meine Welt, sie blutet wegen dir. Ich habe deinen Tod nie gewollt, Spartaner. Aber du hast mir keine Wahl gelassen. Deine Spielfigur hat versagt, Gaia. Du hättest eine andere wählen sollen. Genug! Vater und Sohn sterben gemeinsam. Okay, hier sind überall Blut. Das heißt, wir sind hier auf dem rechten Weg. Aber hier waren wir ja schon. Ist das gut oder schlecht, wenn er das macht? Alter, der kriegt ein Leben davon, glaube ich. Yeah!
wieso löst er sich nicht auf? Wie alle anderen Götter. Ich werde deiner überdrüssig, mein Sohn. Vorbei oder was? Nichts als Dunkelheit liegt vor dir, Kratos! Okay, wir laufen jetzt einfach raus. Geradeaus wollen wir laufen. Kratos, komm, ich kann dir den Weg zeigen. War das Pandora? Mach schnell, ich kann helfen, Kratos. Kratos, in der Finsternis werden uns die Feuer der Hoffnung befreien. Ja, tja. Hinten ist wieder was. Du kannst das Licht sehen. Es verändert dich. Es wird Zeit, deine Ängste abzulegen. Das Licht zeigt die Wahrheit. Die Macht der Vergebung kommt von innen. Willst du Vergebung, musst du die Kraft finden, dir selbst zu vergeben. Oh, da hinten ist wahr. Pandora,
zeig uns den Weg. Nein, Kratos, nicht! Athena, nicht! Wie können wir uns selber verzeihen? Es lebt noch. Es lebt noch, Lisa lebt noch. Kratos, Furcht trieb Zeus zum Mord an seinem Vater Kronos. Die gleiche Furcht führte zum großen Krieg. Furcht brachte Zeus dazu, dich zu töten, seinen eigenen Sohn. Zeus nutzt Furcht, um dich im Dunkeln zu halten. Stell dich den Dämonen und bette sie zur Ruhe. Lass mal runter. Lass mal runter. Weiß auch nicht, ob ich jetzt meine Facecam anmachen soll oder nicht anmachen soll, weil es eigentlich... Die Götter des Olymps haben mich verlassen. Alle Hoffnung. Erinnerst du dich an jenen Tag, Sparta? Du mir wehtust! Viel Glück mit deiner kleinen Hure, Andorra! Du kannst dein Schicksal nicht ändern, Kratos! Oh, ich gab dir alles! Bitte, tu es nicht, Spartan! Du hast, was du wolltest! Jetzt lass mich! Ja. Stirb, Spartaner! Heute magst du mich besiegen. Aber am Ende, Kratos, am Ende betrügst du nur dich selbst. Komm, ich kann dir den Weg zeigen. Okay. Beeilung, Kratos! Kratos, bitte! Du musst mich befreien! Höre nicht auf sie, Kratos! Versage einmal mit deinem erbärmlichen Endlich! Versage nicht so wie meine Familie! Es ist schon gut, Kratos! Die Kiste? Die Pandora? Kiste der Pandora. Kratos, du weißt, es ist der einzige Weg. Als die Furcht der Götter wuchs, wich meine der Hoffnung. Die Macht, einen Gott zu töten. Hoffnung macht uns stark. Darum sind wir hier. Damit kämpfen wir, wenn alles andere verloren ist. Hey,
Nee, wie lange geht's noch? Eigentlich müsste mein Kopf mehr dran sein. Ich höre mir jetzt auf. Sehr gut gemacht, Kratos. Befreit vom Joch des Olymps und gereinigt durch das Chaos, ist die Menschheit nun bereit für meine Botschaft. Hm? Sieh dich um, Athene. Die Welt liegt im Ruin. Was nützt da deine Botschaft? Geh, wenn du musst. Aber zuerst will ich, dass du mir die Macht aus der Büchse übergibst. Never. Die Büchse war leer. Das kann nicht sein. Ich sehe es in deinen Augen. Du besiegtest mit meiner Macht Zeus. Du hast sie auch jetzt noch. Begreifst du denn nicht? Als Zeus die Übel einfing und in die Büchse sperrte, war ich besorgt, was geschehen würde, wenn man sie öffnet. Deshalb beschwor ich die mächtigste Waffe der gesamten Welt und ich tat sie in die Büchse. Ich sagte doch, sie war leer. Pandora hat sich umsonst geopfert. Sie starb wegen meines Durstes nach Rache. Du musst dich irren. Du hast mit meiner Macht Zeus getötet. Ich habe es doch gesehen. Es sei denn... Natürlich. Beim Öffnen der Büchse sind die Übel zu den Göttern geströmt. Infizierten sie? Veränderten sie? Zeus selbst wurde Opfer der bösen Übel. Darum wurde er so unglaublich zornig und besessen von deinem Tod. Eines der Übel hatte ihn ergriffen,
Furcht. Ich dachte, die finsteren Mächte der Büchse wurden niemals befreit. All die Jahre glaubte ich, du hattest die Hilfe der Übel beim Sieg über Ares. Ich habe mich geirrt. Die gestohlene Macht aus der Büchse gehört mir. Daher hast du die Kraft, die Zeus nie vernichten konnte. Sie ist so groß, dass sie sogar Furcht bezwingt. Verborgen tief in deinem Innern, Kratos, ist Hoffnung. Sie war tief vergraben, versteckt unter deiner Schuld und den Vergehen deiner Vergangenheit. Bei deinem Sieg über Zeus musst du sie durch irgendetwas erweckt haben. Was war es, Kratos? Hoffnung macht uns stark. Darum sind wir hier. Damit kämpfen wir, wenn alles andere verloren ist. Was war es, Kratos? Ich weiß nur noch, was ich verloren habe. Darum solltest du die Macht mir geben. Ich weiß um ihre wahre Bedeutung und wohin sie gehört. Ich weiß, du wirst das Richtige tun, Kratos. Du irrst dich. Du schuldest es mir, Kratos. Ich schulde dir gar nichts. Ich krönte dich zum Gott. Ich schützte dich vor dem Zorn des Olymps. Ich verhalf dir zur Rache an Zeus. Es ist vorbei, Athene. Du würdest mich wirklich niederstrecken? Abermals? Meine Rache endet jetzt. Nein! Und loslassen. What? Du Tor! Was hast du getan? Das war für mich bestimmt. Sie wissen doch gar nicht, damit umzugehen. Du enttäuschst mich, Spartaner. Und das ist das Ende. Es ist das Ende von World of War 3. Und ich bin jetzt überhaupt nur so. Also ganz ehrlich, mit diesem Ende hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte wirklich, dass Kratos überlebt. Weil ja Overplasion 4 ja auch God of War rauskam. Aber es endet hier. Es endet heute. Die Hoffnung bleibt immer noch bestehen. Das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Game. Es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Game. Ja, es hat auch sehr, sehr Freude gemacht, das durchzuspielen. Oder zu spielen. Und auch die Reihe mit einem wirklichen Abschluss zu machen. Also God of War 1, God of War 2, God of War 3. Wir haben theoretisch nur noch auf unserem Plan die Vorgeschichte von God of War 1. Das heißt also, wie Kratos seine Familie umgebracht hat oder warum. Die Geschichte haben wir noch. Und dann sind wir fast aktuell, dass wir mit der PS4-Version auf
auf neuere Konsolen spielen können, als die neueren Konsolen-Slot. Also es heißt also noch ein Part oder ein Teil God of War auf den Retro-Slot um 15 Uhr und um 17 Uhr dann auf God of War Utopias 4 und dann auf der PS5 das God of War Ragnarok. Und dann ist die Reihe theoretisch fertig. Also in dem Sinne fertig, dass es dann aktuell ist. Ich weiß nicht, ob nach God of War Ragnarok, also ob die PS5-Version, noch ein neuer Teil kommt, also ob es ein offenes Ende ist. Ich hoffe es, weil eine Trilogie ist immer geil. Aber ich weiß es nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ja. Aber ich würde sagen, ich beende den Part. Ich bedanke mich, wünsche euch schon einen schönen Tag und nicht vergessen, Support ist kein Mod, Däumchen hoch, kommt da runterlassen. Und wir sehen uns morgen bei einem anderes Let's Play, bei einem neuen Let's Play oder ihr stöbert, was ich auch noch alles aufgenommen habe oder was ich alles durchgespielt habe. Einfach die ganzen Playlisten durchgehen, ihr habt jede Playlist seinen eigenen Titel gegeben, das heißt, es ist theoretisch einfach zu finden. Und ja. Somit endet God of War 3 auf der PlayStation 3. Ja. Also, bis dann. Tschüss.
Uiuiui, es geht weiter. Vielleicht sehen wir es, warum er jetzt noch weiter lebt. Oder nicht. You did not know how. I thought you were.